Also, wir haben versucht, das Ganze zu rekonstruieren. Und vielleicht fällt euch auch auf, dass unser Dice-Roller anders aussieht als letztes Mal. Das liegt daran, dass in der Zeit, die wir gebraucht haben bis zu deinen Session, sogar der Dice-Roller verstorben ist. Der Link ist tot. Ich weiß nicht, was da passiert ist, aber auf jeden Fall musste ich eben schnell einen neuen auftreiben. Mal gucken, ob der uns ähnlich viel Glück und Pech bringt wie zuletzt der andere. Aber ich versuche es mal zusammenzufassen und dann dröseln wir noch detaillierter auf. Wir haben ja ohnehin verteilt, dass nahezu alle hier, bis auf Nico, weil ich immer vergesse, ihm NSCs zu geben, die Leute mindestens zwei Charaktere spielen. Das heißt, wir haben Anselm als Luke Skywalker und als Kyla Bin Vani, der noch gar nicht aufgetaucht ist. Hallo Anselm. Ich bin Luke. Wir haben Ivy als Mara Jade und als Quinn. Hallo? Quinn ist eine Mandalorianer-Person. Ich glaube, das Geschlecht hat noch niemand getraut, sich zu fragen. Korrekt. Und dann haben wir Daniel, oder einfach Walker, als Lando Calrissian, beziehungsweise als Sha'ar Kavin, der Halb-Mirialani. Ahoi. Und Tim als C-3PO und Kip Duron. Seien Sie gegrüßt, Prinzessin. Es ist eine Freude, Sie wieder begrüßen zu dürfen. Dankeschön, C-3PO. Und Nico als Han Solo und Diverse, wobei Diverse auch noch nicht wirklich aufgetaucht ist. Und die hatten wir sauber geteilt, die Grüppchen, beziehungsweise so sauber vielleicht auch nicht, aber auf jeden Fall sind sie an unterschiedlichen Orten unterwegs. Die letzte Runde, die wir gespielt haben, die lief gänzlich auf einer Einrichtung des Imperiums ab, die sich in dem Schlund verbirgt, einer Region des Raums in der Nähe von Kessel, wo eine ganze Reihe von Singularitäten umeinander kreisen und ein heilloses Chaos in der Raumzeit anrichten. Aber in der Mitte gibt es offensichtlich einen stabilen kleinen Fleck. Dorthin hat es euch verschlagen auf der Flucht vor Leuten aus Kessel. Und da haben dann Mara Jade, Kip Duron und wer war es noch? Und Han, genau. Ja. Und Han haben dort festgestellt, dass es eine Einrichtung gibt von Leuten, die noch nicht gehört haben, dass das Imperium vernichtet worden ist, die noch nicht wissen, dass es den zweiten Todesstern leider auch zerrissen hat, die selbst beim ersten Todesstern sich noch nicht sicher waren, was damit passiert ist. Leider. Und auf wessen Seite stehst du? Oh, sagen wir mal so, die dunkle Seite der Machtpunkte sind meine. Und naja, ihr habt auf jeden Fall euch dort reingequatscht, weil Mara Jade ja tatsächlich ehemals eine Agentin des Imperators war. Und ihre Codes sind zwar veraltet, aber noch gültig. Und ihr habt mehrere Leute kennengelernt, die dort arbeiten und die dort zuständig sind. Unter anderem Natasi Dala, die Admiralin, die das Ganze kommandiert. Und ich glaube, ihr hattet einen komplexen, aber möglicherweise erfolgreichen Plan ausgeheckt, wie ihr von dieser ganzen Einrichtung wieder runterkommt, die Flüchtlinge, die ihr dabei habt, mitnehmen könnt, die Geflüchteten. Und auch noch ein Raumschiff stehlen, das einsatzbereit ist, das der Sonnenhammer genannt wird und das angeblich in der Lage ist, ganze Sonnensysteme zu vernichten. Das ist das, was wir zuletzt gespielt haben. Vorher hatten wir aber auch noch natürlich den Rest der Gruppe in der Session davor. Das heißt, ihr seid jetzt auch ein bisschen zeitlich getrennt. Und Quinn, Sha'ar Kavin und C-3PO und Luke haben festgestellt, dass der Millennium Falke sich auf Kessel befindet, auf einem großen Planetoiden, auf dem eine seltene Substanz abgebaut wird, ein Gewürz. Und dass gleichzeitig aber Han nicht da ist und dass der Kommandant von der Einrichtung das Ganze wohl zu vertuschen versucht. Und das Letzte, was passiert ist, ist, dass die eine Teil der Gruppe hat den Falken entdeckt und Luke wiederum hat nur mitgekriegt, der ist in der Landebucht Nummer 7 und hat dann sein Lichtschwert gezündet, um sich um ein paar Wachen zu kümmern und die abzulenken. Ich weiß nicht, wie viel jetzt noch fehlt an Inhaltsangabe. Wir sind zeitlich etwas auseinander aus den beiden Gruppen und ich entschuldige mich jetzt schon für die vielen Anschlussfehler, die entstehen werden, unvermeidlicherweise. Aber wir leben da jetzt einfach mit, oder? Wir können noch mal den Plan durchgehen, den wir letztes Mal gefasst haben. Wird dir das helfen? Das würde mir helfen, ja. Wir haben es schon mal versucht, so irgendwie rekonstruieren. Ja, und meine entscheidende Frage ist... Was ist die entscheidende Frage? Habt ihr den Piloten eigentlich schon ausgeschaltet oder nicht? Noch nicht. Gut. Mara Jade wollte sich mit ihm morgens oder in der Nacht treffen.
Der Plan war ja, es sollte am nächsten Morgen der Sonnenhammer demonstriert werden und dafür gibt es einen herausragenden Piloten, den wir ausführlich befragt haben, dessen Name Tim noch kennt, und zwar war das? Das ist der ungeheuer langweilige Lieutenant Ogno Capfall, der Sondereinheit Testpiloten Schlundinstallation. Der war wirklich mega langweilig, der Typ. Wir haben uns viel zu lange mit ihm unterhalten müssen. Und danach haben wir den Plan gefasst, dass wir ihn ausschalten, dass Kypteron seine Rüstung anzieht, um seinen Platz im Sonnenhammer einzunehmen, dass gleichzeitig Mara Jade als Hand des Imperators... soll ich das nochmal erzählen alles oder langweilt das jetzt? Ich weiß es nicht. Nee, das ist gut. Ich glaube, das könnte uns allen nur helfen. Okay, dass gleichzeitig Mara Jade als Hand des Imperators verlangt, dass alle Wissenschaftlerinnen der Schlundinstallation ihr eine Demonstration ihres Könnens geben, also ein Projekt, so ein Wettbewerb quasi abhalten, und dann nimmt sie die beste Wissenschaftlerin mit zum Imperator, beziehungsweise nach Coruscant. Und der Plan ist, dass Quisoux, die hier auf unserer Seite ist, die Designerin des Todessterns und des Sonnenhammers, die aber das Imperium verraten möchte, diesen Wettbewerb gewinnt. Und während alle anderen Wissenschaftler mit ihren Vorbereitungen abgelenkt sind, sie vorher noch die Pläne des Sonnenhammers löscht und in einen Gonk-Droiden einspeist, der dann zum Schiff von Han Solo mit den ganzen Flüchtlingen, die wir noch von Kessel haben, watschelt. Han Solo währenddessen den Traktorstrahl deaktiviert und wir dann gleichzeitig mit Mara Jade, Quisoux, Chewie, den Flüchtlingen, mir in dem gestohlenen Raumschiff von Kessel und Kip anstelle des Piloten im Sonnenhammer die Station verlassen und entkommen. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, alles von unserem total wenig komplizierten Plan. Hast du schon angemerkt, dass Han den Traktorstrahl... Das habe ich gesagt, ja. Also. Aber ich kann es nochmal sagen, Han muss den Traktorstrahl deaktivieren. Mhm. Sonst wird das ein kurzer Ausflug. Und dann jagen wir das Ding in die Luft. Weil das wäre immer das Beste am Ende, ja. Okay, das ist zumindest der Plan. Mal schauen. Dann geht es jetzt als nächstes an die helle und dunkle Seite der Machtpunkte. Und der Chat hat schon einen hellen und einen dunklen gespendet. Ed? Würfel am besten diesmal 5 Würfel gleichzeitig, damit du nicht mit allen nur jeweils einen einzelnen schwarzen würfelst. Oh, das ist wahrscheinlich eine gute Idee. Also, für Anselm, für Evie, für Daniel, für Tim und für Nico haben wir 5 Würfel, Machtwürfel. Und es sind 2 schwarze und dann 2, 3, 4, 5 weiße. Wow! Okay, Moment, habe ich überhaupt so viele hier drin? Diesen Dice Floor hätten wir schon früher benutzen sollen. Yep. Ja, ich mag den auch lieber. Hm. Ja, dann wart's mal ab. Er hat jetzt wahrscheinlich alles Positive rausgeballert, damit er danach 3, nur noch 4, Misserfolge 5, gibt. 6. Helle Seite der Machtpunkte. 1, 2. Tatsächlich kriege ich den letzten nicht mehr unter. Ein dunkler Seite der Machtpunkte. Mhm. Ne, der verfällt dann natürlich. Dunkle Seite Machtpunkte ist, ey, nicht so wichtig. Passt schon. Du machst mit denen ja eh nichts. Wir merken uns den. Es werden seltsame Fragen im Chat gestellt, wenn ich das kurz nochmal aufnehmen darf. Ja. Ich bin gefragt, ob ich ein Machtgeist bin. Habe ich irgendwie ein Echo? Bin ich blau durchscheinend oder sowas? Das ist ja absurd. Also warum sollte Han Solo ein Machtgeist sein? Du bist auf jeden Fall nicht blau durchscheinend. Ja, Quatsch, Han Solo stirbt ja nicht. Nein. Ja, und Pizza-Pirat, hallo Basti fragt, hat Chewbacca eigentlich so einen Dödel mit Widerhaken wie andere Kanide? George Lucas antwortet nicht auf meine Mails. What? Wir werden das im Laufe des Let's Plays klären, da bin ich mir sicher. Nein! Nein! Nein, verspreche keine Dinge, die ich nicht halten werde. Ich glaube nicht, dass die Wookies Kanide sind. Glaube ich auch nicht. Ich könnte darauf antworten, aber die Antwort könnte sie beunruhigen. Dann lassen wir das vielleicht tatsächlich. Teile deine Antwort können uns beunruhigen. Ja. Okay. So. Dann gibt es wohl nichts weiter zu tun, als tatsächlich anzufangen. Luke hat gerade mehrere Schritte den Gang hinunter gemacht, als ihm ein paar von den Wachen entgegenkommen, die in unterschiedlich wild zusammengestückelten Anzügen mit hier ein paar Plastteilen und hier irgendwie einem halb dran genieteten Blasterholster durch die Gegend laufen. Während rings um ihn mit einem lauten der Alarm erschallt. Du hast dein Lichtschwert gezündet und die beiden zögern tatsächlich einen Moment, während sie aber ihre Blaster heben. Was willst du tun? Ich hab bestimmt irgendeine Fähigkeit.
Ich schieb sie mit der Macht. Nicht schon wieder schießen! Ich mach den berühmten. Moment, Handschuh. Ich mach den berühmten. Und schiebe sie einfach weg. Du hast wie viel Machtwürfel zur Verfügung? Ich glaube, Luke hat gleich 3 auf jeden Fall. Ja, ich habe. Der Machtwürfel sind es. Keine Ahnung. Sagen wir 3. Ich habe einfach bei 3 geworfen, das erscheint mir richtig. Und du hast 2 helle Machtpunkte damit generiert. Das heißt, die kannst du tatsächlich verwenden. Und die beiden werden hochgehoben und sanft, aber bestimmt rückwärts und dann gegen die Wand geschoben, wo sie für einen Moment hängen bleiben. Der Alarm schreit und kreischt noch weiter durch die Anlage rings um dich. Und du hörst, wie vor und hinter dir andere Türen aufgehen und oder sich schließen. Und auf den Com-Verbindungen, die ihr miteinander gemeinsam habt, was hört man denn da von den anderen aus der Gruppe? Ihr seid mehr oder weniger gerade des Millennium Falcon ansichtig geworden, der in der Bucht, Landebucht steht, dort fest verankert mit mehreren Schließen, die sich um die Beine geklammert haben, um zu verhindern, dass er einfach so gestartet wird. Und Luke ist mehr oder weniger davongelaufen. Und ihr hört über die Verbindung das Ktsch von einem Lichtschwert, das gezündet wird, und dann Rufe und natürlich den Alarm rings um euch herum. Oh boy, Quinn. Okay, jetzt wird's gerade ernst. Ich würde zum Millennium Falcon gucken und wieder zu Quinn. Kennst du dich auch mit Technik aus? Kannst du ein bisschen Zeug zerlegen? Wir müssen, glaube ich, die Füße ziemlich schnell locker kriegen. Dann Dinge kaputt machen. Das kann ich sehr gut. Okay, dann acht wenigstens darauf, dass du die Landungsfüße nicht dabei auch noch beschädigst, okay? Okay. Gut, und dann würde ich mich praktisch auch schon losmachen zum Millennium Falken und schauen, wie ich die Klammern halt praktisch lösen kann, die da an den Füßen sind. Mit leisen, über den Alarm fast gar nicht zu hören, den Pfeif- und Pieptönen, kommen mehrere Arbeitsdroiden mit flachen Pilzköpfen hinter den einzelnen Klammern entgegengewatschelt und wedeln mit ihren kleinen Händchen in deine Richtung und verschiedenen Werkzeugen, die an ihnen angebracht sind, sichtlich erbost, dass du da irgendetwas unternehmen willst, obwohl du eigentlich doch gar nicht zugelassen wärst dafür. Ich trete sie weg. Das ist kein Problem. Der erste davon ist ziemlich klein und leicht und offensichtlich nicht vorbereitet auf diesen Ansturm und fliegt mit einem Klapper nach hinten, faltet sich dabei zusammen, um sich selbst zu schützen, woraufhin die anderen mehrere Schritte von dir weghüpfen und einer von ihnen mit einem Psch einen kleinen Spleißbrenner zündet und in deine Richtung fuchtelt. Ich würde dann meine, ich habe U-Schwerter, steht da drauf, ich weiß noch nicht mehr, was die genau heißen. Ich habe auf jeden Fall Schwerter. Wahrscheinlich Vibro-Klingen. Ja. Vielleicht ist das U ein V. Ist das U ein V? Bestimmt. Das ist gut möglich. Nee, ist tatsächlich U, aber ich kann mich da auch vertippt haben. Weil ich brauche ja als Duelland 2 Schwerter. Deswegen würde ich meine 2 Vibro-Klingen dann. Ich bin mir sicher, weil es. Oder vielleicht steht das U für. Ist ein Ü Übungsschwerter? Ja. Nein. Nein, auch nicht. Wir wissen es nicht, was für Schwerter es sind. Auf jeden Fall, also, es sind Schwerter. Sie fallen auf jeden Fall unter die Fertigkeit Lichtschwert. Daher bin ich davon ausgegangen, es muss irgendwie normaleres Schwert sein. Auf jeden Fall, diese Waffen würde ich ziehen. Wir können danach, ich kann dann noch nachgucken, was für Dinge es tatsächlich sind. Ja, wie gut bist du denn mit denen? Ich habe Lichtschwert, habe ich auf Rang 1. Steht da. Und Schaden plus 2, kritisch 3. Ja. Kannst du einfach mal nachgucken, was du so im Nahkampf generell hast? Da müssen irgendwie, üblicherweise, das wird ja in Würfeln angegeben, kleine Rauten und Sechsecke zu sehen sein. Nahkampf habe ich Rang überhaupt keinen? Nee, Lichtschwert ist eigene. Lichtschwert ist eine. Wenn du da einen hast, was ist denn dann bei deinem. Stärke wäre noch dazu. Bei deiner Stärke. So, beziehungsweise bei deinem Geschick würde ich fast eher sagen. Stärke. Okay. Lichtschwert ist Stärke. Ja, da habe ich 2, also wären es 3 insgesamt. Nein, tatsächlich ist es 1, dann. 1 wäre das. Genau, weil das funktioniert folgendermaßen. Wir machen auch mal ein Recap vom System. Danke. Dass du den höheren Wert nimmst in Anzahl der Würfel und die niedrigeren darin, wie die Würfel abgegradet werden. Das heißt, 2 grüne Würfel und dann wird einer genommen durch einen gelben ersetzt, der besser ist. Ah, so. Und du machst einen normalen Nahkampfangriff.
Und hast tatsächlich einen Erfolg, aber einen leichten negativen Seiteneffekt. Das heißt, du machst zwar einen Schritt vorwärts, schlägst um dich und schaffst es auch, den einen Druiden, der dich mit seinem kleinen Schweißbrenner bedroht, sauber zu entwaffnen. Nur, dass der Schweißbrenner in einem hohen Bogen von dir wegfliegt und dann direkt an einem von den Klammerfüßen landet und fröhlich den einheizt. Offensichtlich ist die Energiequelle direkt in dem Arm drin gewesen. Der Druide gibt ein helles Flöten von sich, springt hoch, klappt sich in seine Muschel, aus der er oben besteht, zusammen und rollt dann in dieser kleinen verminderten Form weg. Ein letzter Druide steht noch da, schaut euch beide an, macht dann abwehrende Gesten und watschelt in die Gegenrichtung davon. Das heißt, du und Quinn, ihr habt tatsächlich freie Bahn an die Füße des Millennium Falken heran. Kann ich den Arm haben, den der Druide da verloren hat, mit dem Schweißgerät vielleicht? Oder kann ich mich dahin bewegen? Klar, da kannst du hingehen. Der dreht sich langsam über den Boden, während irgendwo Gas austritt oder was auch immer das betreibt, und erhitzt weiter den Saum. Wo ist eigentlich C3PO? Entschuldigung, Tim, du hast dich gerade ausgeblendet und mich daran erinnert, dass du eigentlich irgendwo auch noch sein müsstest. C3PO ist bei Master Luke. C3PO ist bei Master Luke. Hat er gerade panisch reagiert, als es eventuell zu einer Schießerei hätte kommen können. Mhm. Das heißt, Quinn versucht, den kleinen Schweißbrenner aufzuheben. Genau, weil ich dachte, dann kann ich mich wenigstens irgendwie nützlich machen und versuchen, diese Klemmfüße mit abzumachen, wenn ich ein Schweißgerät habe. Du hebst das hoch und stellst fest, dass das ganze Ding ziemlich erhitzt ist, weil es da blöd gelandet ist, nachdem Shaka Wien das abgegangen. Das heißt, es gibt so ein leises Zischgeräusch, und als du runterschaust, siehst du, dass Teile von deinem Handschuh etwas kokeln. Scheiße. Gibt es anderes technisches Gerät, was da rumliegt vielleicht? Du schaust dich um und tatsächlich, es wird nicht große Ordnung hier gehalten. Da sind noch eine ganze Menge verschiedenste Sachen an Bauteilen, aber auch an Werkzeugen in Kisten und Haufen in der ganzen Anlage verteilt. Okay. Ich bräuchte irgendetwas, was hitzeresistent ist, womit ich diesen Greifarm fassen könnte. Eine hitzeresistente Zange oder so? Ja, das kannst du gerne ausmachen. Du findest, also da sind auch Bauteile von auseinandergefallenen Druiden, beziehungsweise als du hingehst, siehst du, dass sie wohl teilweise auch gewaltsam auseinandergenommen wurden, was möglicherweise erklärt, warum der letzte von den Druiden, den er bedroht hat, auch gerne einfach aufgegeben hat, weil offensichtlich seinen Kollegen dieses Schicksal droht. Und kannst dort wiederum einen anderen Arm abmachen. In einer kuriosen Kombination von mehreren Druidenarmen hast du jetzt aber tatsächlich ein Schweißgerät. Was macht denn Shaka Wien, während Quinn umständlich versucht, sich dort einen Schweißbrenner zusammenzubasteln? Ich sehe ja schon, welcher Fuß praktisch bei ihr am nächsten ist, und gehe natürlich davon aus, dass sie sich um den als erstes kümmern wird. Deswegen gehe ich praktisch zu einem ganz anderen, um mir erstmal diesen Verschlussmechanismus anzuschauen, um zu sehen, so okay, kann ich den von hier lösen? Kann ich, keine Ahnung, Schrauben, Bolzen, ähnliches praktisch irgendwie manipulieren, dass das Ding halt aufgeht, beziehungsweise so locker ist, dass man halt ausbrechen kann? Das von solltest Klammern. Du können. Was hast du denn? Jetzt schaue ich gerade selbst mal. Einschüchtern ist es nicht. Ich kann keine Klammer einschüchtern. Nein, aber es sollte entweder, ist es eine Wissensfähigkeit? Nein, du solltest tatsächlich irgendwie... Ach, uraltes Schwert heißt die Waffe im Übrigen. Ach so. Ein bisschen weiter runtergescrollt und dann wusste ich schon, was es ist. Entwaffnung. Oh, ich bin tatsächlich mehr Kämpfer als Mechaniker. Wahrnehmung vielleicht? Na. Wenn du kein spezielles Wissen hast, würde ich sagen, nehmen wir Wahrnehmung. Aber wir nehmen Intellekt und Wahrnehmung in Kombo. Was hast du, Intellekt? Intellekt? Meinst du Intelligenz? Ja, Entschuldigung. Gut, wir haben die unterschiedlichen Sprachen. Und in Wahrnehmung? In Wahrnehmung habe ich 1. Gut. Ja, du kriegst tatsächlich die richtige Stelle gefunden und kannst dort ansetzen, greifst rein, ziehst dann einen Hebel, ziehst ein paar von den Drähten raus, verzwirbelst die 9, trittst einmal beherzt dagegen, mit einem lauten Ächzen und Stöhnen öffnet sich tatsächlich die erste Landeklammer.
Quinn, du, wenn du da unten reingreifst, da ist so ein Hebel, ne? Und wenn du da nochmal hier so, und ich zeig's, so und tritt dagegen so, und wenn du nochmal hier so kräftig dagegen trittst, dann sollte sich das Ding lösen. Nur so, also vielleicht müssen wir nicht zwangsweise schweißen, es dauert unter Umständen ein bisschen länger. Und renn dann gleich zur nächsten. Ja, die Enttäuschung ist ja unter so einem Helm nicht so sichtbar, deswegen nehme ich einfach das Schweißgerät, lass das Schweißgerät etwas sinken und mach mich dann auf dem Weg, um diesen Instruktionen zu folgen. Der Alarm, der die ganze Zeit durch die Anlage geschaltet hat, bricht plötzlich ab. Und dann gibt es ein Knacken, ein feuchtes Atemgeräusch und dann jemanden, der sagt, an die Leute, die gerade versuchen, die Anlage auseinanderzunehmen. Ich würde euch raten, die Waffen niederzulegen. Was macht ihr da an dem Finger weg von dem Raumschiff? Ich mach unbeirrt weiter. Hier vielleicht nochmal in mich rein. Offensichtlich fordert ihr es heraus, aber dann bleibt uns wohl nichts anderes übrig, als euch auszuschalten. Also, Männer! Und alle anderen, Hangar 7 und erledigt diesen Jedi, der hier irgendwo rumkriecht. Luke, was hast du eigentlich weiter vor? Du hast zwei Wachen an die Wand gedrückt und hast dir damit erstmal Luft verschafft. Aber wo willst du eigentlich genau hin? Gute Frage. Da ich kann entweder zur Glücksdame zurück oder zum Falken. Das heißt, ich versuche herauszufinden, wo der Hangar 7 ist und mich dahin zu bewegen. Das ist tatsächlich kein großes Problem. Die meisten Sachen hier sind zwar nicht besonders ansehnlich, aber doch ordentlich beschriftet in dem Sinne, als dass das ja ursprünglich meine imperiale Einrichtung war. Und in sehr, sehr großen Aurabesch-Lettern es eine Anweisung gibt, wo die Hangars sind und dass diese wiederum durchnummeriert sind. Aber laut dem Standard-Layout müssten wir doch entlang. Danke, C3PO. Wenn wir weit genug weg sind von den beiden Wachen, dann lasse ich die auch frei. Hörst sie hinter dir mit einem Keuchen zu Boden fallen und dann offensichtlich direkt nach ihren Waffen irgendwie greifen. Du hast auch die Durchsage natürlich gehört, die eben kam. Und hörst vor dir und hinter dir schwere Schritte trampeln, Leute, die sich in Bewegung setzen. Du siehst vor dir erst Hangar 3, Hangar 4, Hangar 5. Und am Ende des Ganges, wenn es weiter die Zählung ist, müsste es der Zugang sein zu Hangar 7, als am anderen Ende des Ganges mehrere Gestalten auftauchen, die eine schwere Waffe zwischen sich schleppen und wiederum mehrere andere Leute Teile eines Tripods über den Schultern tragen und etwas erschrocken stehen bleiben, als sie dann ansichtig werden am anderen Ende des Ganges. Lass den Blaster fallen. Ich gehe dabei weiter auf sie zu. Die zwei, die gemeinsam den schweren Blaster getragen haben, lassen tatsächlich mit einem etwas dumpfen Gesichtsausdruck die Waffe los, die mit einem lauten Plock zu Boden fällt, woraufhin einer von den Leuten mit dem Tripod runterschaut, sie anschaut, dann in deine Richtung schaut und sagt, seid ihr dämlich! Hebt das Ding sofort wieder auf und dann fängt an, ihn rumzurütteln, wenn sie versuchen, zwinkernd und mit Händen im Gesicht, wo sie tasten, irgendwie wieder die Kontrolle über sich zu bekommen. Und einer von ihnen bückt sich nach der schweren Waffe, während ein anderer zumindest nach einem leichten Blaster greift und in deine Richtung zielt. Ich warte mal ab. Ich will mal schauen, was Luke überhaupt so drauf hat. Ich warte den Schuss einfach ab und werde ihn abwehren. Okay. Er muss die Schwierigkeit von einem Angriff gegen mich um 3 erhöhen, also 3-mal erhöhen. Okay, 3-mal erhöhen. Ja, das steht hier. So, ich würfle ja mit den bösen Würfeln und ich habe jetzt schon tatsächlich einen meiner Punkte ausgegeben, den wir nicht mehr sehen können, damit er endlich weg ist, um die Fähigkeiten von dem zu erhöhen. Und warte. Normalerweise wären es 2 grüne Würfel, die dann gegen mich stehen, weil ihr seid ja natürlich die helle Seite des Lichts. Die werden dann abgegradet und dann wird noch ein weiterer Würfel dazugelegt. Also schauen wir mal.
Die arme Person, ein Gothal, mit zitternden Fingern, schießt in deine Richtung und du schickst tatsächlich mit einem leisen Winken deines Lichtschwerts den Schuss zurück und du kannst es sehr genau bestimmen, wo er landen soll. Was da Luke, man schießt auf uns. Er soll einfach auf den Schützen zurücklanden. Also, Luke ist ja auch nicht zimperlich, wenn man sich die Filme so anguckt. Auf den Schützen, der mit einem dann rückwärts fällt, in sich zusammensackt. Seine Kollegen starren ihn an. Einer von denen sagt, Bantapodo, dreht sich um und setzt die Flucht an, während die restlichen drei etwas hilflos herumstehen, aber zumindest das Dreibein inzwischen aufgebaut haben. In welche Richtung? Weil Dreibein ist wahrscheinlich in keine Richtung. Ja, das ist die Frage, wie sie die Waffe drauf hieven. Ich gehe weiter auf sie zu. Wenn ich irgendwann da bin, bevor sie damit fertig sind, dann kann ich das ja unterbinden. Ja, du kommst, also wenn du gemütlich gehst oder ruhig gehst, schaffst du es mehr oder weniger ziemlich genau zu dem Zeitpunkt, als sie die Waffe auf das Tripod gehievt haben und anfangen, die einzelnen Anschlüsse festzumachen und dann hochschauen, sehen, wie du direkt vor ihnen stehst. Und es gibt so einen Moment, in dem niemand etwas tut und sie alle etwas bedrückt reinschauen. Und was tust du dann, als einer von ihnen die Hand ausstreckt, um die letzte Verbindung zum Energiepakt zu schließen, um die Waffe? Ich trenne das Dreibein mit dem Lichtschwert. Mit einem Klappern fällt die gesamte Konstruktion zu Boden. Ich schlage vor, ihr überdenkt jetzt eure Lebensentscheidungen. Ja. Es könnten eure letzten sein. Sie schauen runter auf den Gothal, sie schauen auf dich. Aber der Chef bringt uns um, wenn wir euch entkommen lassen. Dazu wird er nicht mehr die Gelegenheit haben. Ernsthaft? Dann, dann solltet ihr vielleicht am besten schnell gehen. Wo ist der? Ihr wollt das. Meister Jedi, das schafft ihr nicht. Ist der hier auf der Station? Ja, aber Sicherheitsalarm ist hinter einer ganzen Reihe von Blastschilden jetzt mit allen seinen besten Bewaffneten rings um ihn herum. Dann schlage ich vor, dass ihr hier so schnell wie es geht verschwindet. Es sei denn, ich heb mein Lichtschwert. Wir machen an der Stelle weiter. Zwei von ihnen drehen sich direkt um und setzen zur Flucht an. Der Letzte bleibt noch kurz einen Moment stehen, tritt von einem Bein aufs andere und sagt, fein. Und dreht sich dann ebenfalls um. Und läuft davon. Gut. Dann öffne ich die Tür zu Hangar 7. Komm mit, C3PO. Ist R2 eigentlich auch bei uns? Ich hab's vergessen. Stimmt. R2 ist bei der anderen Gruppe geblieben. Ah ja, richtig. Oh, warte. Dann muss ich ja R2 entfernen. Verzeihung. Also bei der anderen Gruppe, also bei Quinn und Chaka. Also, bei uns. Ja. Dann siehst du, ist er doch richtig. Der ist natürlich auch gerade damit beschäftigt, von einer von den Halteanrichtungen zu der nächsten zu rollen, leise vor sich hin zu fiepen, schlecht gelaunt, soweit ihr das interpretieren könnt, und wiederum mit seinem kleinen Schneidbrenner an den Dingern zu arbeiten und einzelne Sachen rauszuziehen. Duke, du siehst vor dir einen relativ großen, ungepflegten Hangar, der unter einem flimmernden Energiefeld das bisschen an Atmosphäre festhält, was hier produziert wird auf Kessel. Und du kannst Shaar Kavin und Quinn sehen, die damit beschäftigt sind, genauso wie R2, mehrere Halteblöcke, die an den Landefüßen des Millennium Falcon angebracht sind, zu lösen. Und ist das ein kleiner Schneidbrenner, der in einer Hand von einem Druiden gehalten wird, die wiederum von Quinn gehalten wird? Wie auch immer sie das Ganze angegangen haben, es sieht kurios aus, aber sie scheinen Fortschritte zu machen. Jonas. Ah, Meister Luke! Wir sind gleich fertig! Sicherheitsbestimmung. Ja, ist doch egal. Wir sind gleich fertig. Wir können gleich zumindest hier weg. Sehr gut. Ich nehme meinen Komm zur Hand. Lando, kannst du mich hören? Hier, Lando Calrissian. Wir haben den Falken gefunden. Sagte ich das bereits? Ich glaube, du kannst die Glücksdame in Sicherheit bringen. Nichts lieber als das. Es wird anders sehr unangenehm hier draußen. Wir haben eine ganze Flotte. Eine ganze Flotte. Schaffst du das? Schaffst du es weg?
ich schaffe es auf jeden Fall von hier weg. Die Frage ist, schafft ihr es dann dadurch? Die haben inzwischen hier einen ganzen Schirm aufgebaut. Lauter Headhunter und andere etwas ältere Schiffe, aber alle schwer bewaffnet. Kann nicht schlimmer sein als ein Todesstern. Angeber. Aber denk immer dran, einer davon ging auf meine Kappe und ich bringe meinen Hintern hier jetzt raus. Das wollte ich damit sagen. Wir sehen uns. Mach's gut, Lando. Wo treffen wir uns? In Coruscant. In Coruscant. Mal schauen. Es dauert einen Moment, bis mein Computer, bis mein Droidengehirn tatsächlich hier den Flug an der Schlundsache vorbei hat. Aber ich schaue, ob ich vielleicht noch ein, zwei von Ihnen von euch wegziehen kann. Viel Glück. Dir auch. So. Wie weit sind die anderen mit den Haken? Der letzte wird gerade entfernt in einer Zusammenarbeit von Quinn und R2, der dabei leise vor sich hin piepst und wild mit seinen Ärmchen gestikuliert, um klarzumachen, dass das abgetrennt werden muss und nicht das. Hm. Wer binär spricht, wird vermutlich ein wenig glühende Ohren bekommen von den Unflätigkeiten, die aus dem lauten Modul dieses Druiden kommen. Aber es sieht so aus, zumindest wenn ihr euch Zugang zum Schiff verschaffen könnt, dass rein theoretisch der Falke jetzt starten könnte, also falls sein Antrieb anspringt. R2, ich weiß nicht mehr so ganz genau, was wir von den anderen wussten. Ich glaube nur, dass sie hier sind, aber nicht, wo sie sind. Mhm. R2, kannst du dich an einen Computer ranmachen und rausfinden, wo die anderen festgehalten werden? Han und Mara? R2 gibt ein leises Bliepen von sich, was mehr oder weniger fragt, wo soll ich das denn rausfinden? Ich schaue mich um, ob es irgendwo einen Anschluss gibt. Tatsächlich, an der Tür gibt es ein Terminal, das aber wohl nur für die Tür da ist und der Rest hier ist Schrott. Hm. Die Tür hinter euch gibt ein leises Knirschen von sich und fängt dann an, sich zu öffnen. Und auf der anderen Seite siehst du einen Wald von Blastermündungen, die in eure Richtung zielen. Gut, wir müssen hier weg. 3, 4, 6, 8 verschiedene Leute, unterschiedlichste Spezies in gänzlich unterschiedlichen Ausrüstungen, die alle mit unterschiedlichen Waffen, die aber alle in eure Richtung zielen und anfangen, das Feuer zu eröffnen, sobald sie euch sehen können. C3PO, ab an Bord mit dir. Nichts lieber als das, Master Luke. Ist die Schleuse vom Millennium Falcon denn offen? Das wäre nicht gerade so meine Frage gewesen. Die ist zu. Ihr könnt euch relativ schnell hinter den einzelnen Streben und dergleichen in Sicherheit bringen, während auf euch geschossen wird, aber tatsächlich muss erstmal jemand das Ding öffnen. Ich würde mich hinter so, also an dem Fuß vom Millennium Falcon halt irgendwie kauern, stramm stehen oder sonst was zu Master Luke und sagen so, Master Luke, es wäre super, wenn sie die Luke, also hier haben wir wenig Deckung. Ich gehe irgendwie davon aus, dass ich weiß, wie diese Luke von außen aufgeht. Das war nicht das erste Mal, dass ich dieses Schiff sehe, deswegen würde ich zu Sharkavin rufen. An der Rampe links, unter dem roten Licht. Oh, okay, super. Und ich würde hinsprinten und versuchen, wo auch immer, gucken und dann eben auf einen Knopf drücken, Hebel ziehen, wie auch immer das gefühlt aufgeht. Du schaffst es tatsächlich durch eine Barrage an schlecht gezielten Schüssen hindurch, findest den Hebel an der richtigen Stelle und mit einem lauten Zischen und Pfeifen und einem Austreten von irgendwelchen verdampften Flüssigkeiten beginnt die Rampe sich zu öffnen. Los! Rollt ungeduldig halb über deinen Fuß und sobald die Rampe den Boden berührt, hinauf. Und euch steht es offen, in das Schiff hineinzustürmen. Wo euch natürlich als erstes ein gebogener Gang erwartet, ein wenig abgegriffen, alles nicht mehr ganz so strahlend sauber, aber sehr vertraut zumindest für einen von euch. Und nach vorne in ein Cockpit, wo definitiv ein Wookie fehlt. Ich glaube, Quinn war die Person mit Pilotenfähigkeiten. Also wenn wir drin sind und die Rampe wieder zu ist. Quinn, Co-Pilot-Sitz. Ja. Gut. Keine Sorge, dieses Schiff hat noch ein paar Überraschungen parat. Und dann drücke ich den Knopf, den Han Solo in Imperium schlägt, zurückdrückt.
um die kleine Waffe auszufahren, den kleinen Turm, der unten landet und der tatsächlich mehr oder weniger automatisch schießt, woraufhin die Leute, die einfach eine Tür aus angefangen haben, jetzt ziemlich ineffektiv, aber entschlossen, das Schiff mit ihren Handwaffen unter Beschuss zu nehmen, in Deckung hechten. Es kann es gerade noch wahrnehmen von den Mikrofonen, die außen teilweise etwas hineinbringen in das Schiff, dass irgendein Wutschrei über die Lautsprecheranlage übertragen wird. Und dann kannst du mit mehreren schnell umgelegten Schaltern und einem beherzten Griff zum Hauptschalter den Antrieb starten, der mit einem Heulen und Keuchen zum Leben erwacht und nicht sofort wieder verstirbt. Sehr gut. Und wenn ihr abhebt, würde ich an dieser Stelle mal kurz rüberwechseln zu der anderen Gruppe. Ihr habt einen unruhigen Nachtzyklus verbracht, der dann vermutlich in die Umsetzung eures Planes am nächsten Tag mündet. Das heißt, womit beginnt ihr? Quisux hat euch ja in letzter Nacht dann irgendwann schon verlassen, nachdem ihr alles mit ihr abgesprochen habt. Und dann ging es... Womit weiter? Ich denke, der erste Schritt ist, diesen Typen auszuschalten und ihn gegen Kip auszuwechseln. Und dann übernimmt Mara und muss ganz viel Aufmerksamkeit auf sich und ihre Show lenken. Mhm, genau. Währenddessen werde ich mich um den Traktorstrahl bemühen und Kui um ihre... Die macht ja die meiste Arbeit. Der NSC macht die meiste Arbeit um ihre Aufgaben. Gut. Dann für wie viel Uhr war denn die Demonstration angesetzt? Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das war so später morgen. Hattest du gesagt, möchtest du einmal alle Leute versammelt haben? Mhm. Aber die Frage ist, wer geht denn zu dem Piloten, um ihn zu erledigen? Wir bestellen den nochmal zu uns, oder? Okay. Ich dachte, Mara hätte schon angekündigt, dass sie ihn noch besuchen gehen möchte. Ja, ich wollte mit dem frühstücken oder so. Stimmt, dann mach das. Deck 273, so. Raum 1084. Dann gehen wir davon aus, dass Mara sich mit dem Piloten Ogno Kepfer trifft in einem Raum, der etwas ab von einer Messe ist, die sehr, sehr groß ist und nur mit sehr wenigen Leuten gefüllt, die dort sitzen und essen und die allesamt in deine Richtung starren, als du den Raum durchqueren musst, um auf der anderen Seite zu den privateren Räumen zu kommen. Hier ist alles in Schwarz und Grau gehalten und mit kalten Lampen beleuchtet auf eine unglaublich lebensfrohe Art und Weise, die die Installation des Imperiums so auszeichnet. Und auch der Raum, in dem du dich triffst, hat graue, matte Wände und raue Oberflächen. Und es ist offensichtlich ein Zimmer, das für Offiziere und dergleichen vorbehalten ist. Und dort sitzt aktuell nur Ogno Kepfer mit einem Tablett vor sich, auf dem verschiedene Speisen untergebracht sind. Bist du da allein hingegangen oder hast du Kip mitgenommen? Kip als ihr schweigsamer Schüler steht natürlich hinter ihr. Stimmt, weil der ist ja offiziell der Möglichkeit ist, die er gerade nicht durchdreht. Du bist ja offiziell auch der Schüler der Hand des Imperators. Frage, ist es uns denn möglich, aus diesem Raum ungesehen wieder rauszukommen oder tendenziell eher nicht? Also wäre es besser, wenn wir vielleicht nach dem Frühstück mit ihm spazieren gehen? Also der Weg, den du jetzt hergenommen hast, der führte durch die große Messe, in der eine ganze Reihe Leute sitzen. Mhm. Das heißt nicht, dass es nicht vielleicht auch einen anderen Weg gäbe. Der Leutnant sitzt da, schon in seinem Fluganzug. Der Helm ist neben ihm auf dem Tisch abgelegt, vor ihm ein Tablett mit mehreren Nahrungsmittelbrocken, die unappetitlich auf grauen Tellern angerichtet sind. Mhm. Richtet sich auf. Agentin. Weil setzen Sie sich und genießen Sie Ihr... Was ist das überhaupt? Proteinpaste. Wie erzeugen Sie hier doch gleich Nahrung? Wir sind mit sehr großen Speichermengen ausgestattet worden, die uns noch mehrere Jahre bei der aktuellen Besatzung dienen werden. Mit Proteinpaste. Korrekt. Enthält tatsächlich alles, was nötig ist, um einen gesunden und athletischen Körperbau aufrechtzuerhalten. Das bezweifle ich nicht. Aber auf einer Skala von 1 bis 10, wie befriedigend ist es denn, das zu essen? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe.
Haben wir zufällig was zu essen dabei? Einen Keks, eine Schokoriegel, irgendwas, was keine Proteinpaste ist? Du kannst vielleicht irgendwie in deinem Fluganzug so, oh, auf Coruscant vor 2 Tagen habe ich diese Waffel eingesteckt. Ja. Finden. Ja, ein bisschen trocken und bröselig. Diesen Erdnussriegel. Ja, dann würde ich ihm das mal anbieten. Das ist nicht Teil meiner vorgeschriebenen Diät, Agentin. Tun Sie mir doch den Gefallen und essen Sie es. Darf ich fragen, zu welchem Zweck? Ich möchte einfach mal sehen, wie Sie lächeln. Wegen Essen? Glauben Sie mir, das ist wirklich verdammt gut. Gut, vergessen Sie es. Ich hatte keine Ahnung, dass ihre Geschmacksknospen an diesem Ort einen grausamen Tod gestorben sind, vor vielen Jahren. Gut, dann... Darf ich fragen, was der Zweck dieses Besuches ist? Abgesehen davon, mich beim Essen zu beobachten. Ja, ich werde es Ihnen gleich mitteilen. Ich durchmesse mal diesen kleinen privaten Raum und suche nach einem Ausweg, der nicht die Tür ist. Also, da ist ein Schacht, der sicherlich in irgendeinen... Müll in einer Müllpresse oder etwas Ähnlichem landet. Exzellent. Das ist doch ein Klassiker. Weil man vermutlich dort seine Essensreste von dieser wunderbaren Nahrung entsorgen soll. Ist sie groß genug für uns? Also wenn ihr euch sehr klein macht, dann könnt ihr da durchschlüpfen. Vorher muss man aber natürlich das Gitter entfernen. Okno Kepfall hat sich gesetzt und arbeitet jetzt mit einem Göffel an der Proteinpastenmasse, die er vor sich hat. Gut. Ja, wunderbar. Ich will nur verhindern, dass irgendwie jemand ihn vermisst und hier suchen kommt und ihn findet. Das wäre schlecht. Wobei die Räume scheinen nicht sehr stark frequentiert zu sein, richtig? Es reicht ja auch, wenn er in diesen Schacht reinpasst. Naja, wir wollen ihn doch nicht in die Müllpresse werfen, oder? Er weiß ohnehin nichts von diesen Überlegungen und isst weiter und nimmt zwischendurch einen Schluck aus einem Glas, in dem eine... Es ist euch unerfindlich, wie es möglich ist, aber das Getränk sieht grau aus, das er da zu sich nimmt. Mhm. Gut. Dann ist er dann fertig mit Essen? Wenigstens das können wir ihm noch gönnen. Er legt dann irgendwann den Göffel weg, stellt den Becher ab, steht auf und nimmt das Tablett und geht in Richtung von dem Abfallschacht, den du gerade schon beäugt hast. Exzellent. Was macht er dann da? Er berührt eine Tafel, das Gitter geht hoch und er schiebt irgendwie da Sachen von runter, irgendwie letzte Brocken und vor allen Dingen Reste von dem Keks, den du ihm gegeben hast, offensichtlich verschmäht. Ich bin schockiert. Gut, dann gibt es ein Kommunikationsgerät in diesem Raum oder nur draußen? Tatsächlich hat dieser Raum neben der Tür eine Tafel, wo man auch mit irgendwie anderen Bereichen der Anlage Kontakt aufnehmen kann. Super, dann würde ich Kip ganz unauffällig, also ich hau ihn so von hinten ans Gesäß oder so und würde auf dieses Kommunikationsdisplay deuten. Und hoffen, dass er weiß, was ich möchte. Ich bin mir gerade selber nicht ganz sicher. Ja, dann würde ich mich zwischen Küpp, das Kommunikationsgerät, und den Kipferl schieben. Ich würde ihn immer Kipferl nennen. Und würde sagen, ziehen Sie sich aus. Entschuldigung? Ziehen Sie sich aus. Ich möchte anmerken, dass Sie selbstverständlich meine Vorgesetzte sind und auch über eine hohe natürliche Attraktivität verfügen. Aber ich halte das für keine gute Idee vor meiner heutig anstehenden Pflicht. Das ist zur Kenntnis genommen. Ziehen Sie sich aus. Ich möchte dagegen protestieren, hiermit offiziell. Das ist zu Protokoll genommen. Ziehen Sie sich aus. Er fängt an, an seinen Handgelenken und an seinem Kragen die Verschlüsse zu öffnen, dann seine Jacke abzulegen und dann das Hemd und dann die Hose. Irgendwann steht der in Unterwäsche da und Socken und scheint abzuwarten. Das reicht. Vielen Dank. Ja. Kann ich ihm jetzt einfach von hinten einen sehr schweren Stuhl über den Kopf ziehen? Magst du das oder tust du das? Kann ich mir das vorstellen? Wenn ja, dann mache ich das jetzt einfach.
Du kannst dich gerne durch den Raum bewegt haben, während der Offizier sich unter Anweisung von Mara Jade seiner Kleidung entledigt hat. Unter Annahme von anderen Dingen. Obwohl, er wirkt jetzt so, dass er wirklich nicht mehr weiß, was das Ganze soll, während er sie jetzt mit dem Blick klar an ihr vorbei, so knapp an ihrer rechten Schulter entlang anstarrt. Und dir einen Stuhl schnappen, wenn du das möchtest. Ja. Tja, wie stark bist du und wie gut kannst du im Nahkampf dich prügeln? Gar nicht mal gut. Stärke 2 und kein Nahkampf. Du schaffst das. Du schlägst tatsächlich mit Wucht zu. Aber bringst ihn laut. Bringst ihn auch zum Taumeln. Es gibt ein lautes Knirschen, als tatsächlich ein Teil des Stuhls sich verabschiedet und dann eins der Beine davon fliegt. Und er taumelt vorwärts und in Mara Jade rein, die er damit ebenfalls in einen halben Schritt rückwärts fallen lässt, in Richtung von dem Kommunikationspanel an der Tür, während er einen erstickten Schrei von sich gibt und dann hochschaut. Mara Jade tatsächlich das erste Mal wirklich ins Gesicht schaut, ohne dass er dazu aufgefordert wurde und sagt, Verrat! Dann ist das der Moment, wo ich versuchen würde, ihn von... Er ist auf mich gefallen oder stehen wir noch oder... Ihr steht noch, du bist einmal so gegen den Tischkante gedotzt, das wird ein schöner blauer Fleck werden und jetzt taumelt ihr irgendwie so halb aneinander hängend, während er nur mit Unterwäsche bekleidet und Socken nach dir greift, neben der Tür. Wunderbar, ich bin bestimmt geschult in ganz tollen, merkwürdigen Techniken, wie man Leute kampfunfähig macht und würde gerne eine davon einsetzen. Ja, wie stark bist du denn und wie gut kannst du dich mit Leuten raufen? Ja, also stark bin ich so. Was wollen wir denn haben? Brawn. Ja. Yeah. Bin ich so 2. Mhm. Und ich könnte bestimmt noch irgendwas Nützliches anbieten. Ich muss mal gerade gucken. Nein, ich kann. Ach doch, Melly. Mhm. Melly. Geht das? Ja, ja, da hätte ich 2-mal gelb, 1-mal grün. Okay, dann hast du wohl Melee 3. Oh, genau. Moment, wäre das gerade Nahkampf oder Handgemenge? Egal. Naja, das ist doch flexibel. Eben. Handgemenge hätte ich sogar gehabt. Dann kannst du das gerne verwenden. Das nächste Mal, wenn du jemanden mit dem Stuhl spontan K.O. schlagen willst. Mara Jade landet einen sauberen Schlag erstmal seitlich gegen das Ohr von Okno Kepfall, der dadurch aus dem Gleichgewicht gerät und dann einmal vorne gegen seinen Kehlkopf, worauf er mit dem vage Gesten in deine Richtung macht und dann in sich zusammensackt und am Boden liegt und dort versucht noch an Luft zu kommen, aber sonst nicht mehr viel macht. Mit einem Triumph 2 Erfolgen und einem positiven Nebeneffekt. Ich ziehe das verbliebene Stuhlbein nochmal zurück. Du kannst ihm gerne jetzt, wenn er am Boden liegt, einen letzten Schlag gegen den Kopf verpassen, woraufhin er endgültig das Bewusstsein verliert. Seine Uniform, sein Fluganzug ist sauber gefaltet, neben ihm auf einem Stuhl abgelegt worden. Der Helm liegt noch auf dem Tisch. Gut, Ich bin mir nicht sicher, ob das der Plan war, aber ich denke, es hat funktioniert. Es hat funktioniert, wunderbar. Schmeißen wir jetzt in den Schacht? Zieh dich an. Ich bin nicht sicher, was ist denn in diesem Raum? In diesem Raum ist in erster Linie ein recht langer Tisch, der mit einer Reihe von Stühlen versehen ist, sodass hier vermutlich eine ganze Reihe verschiedener Offiziere, wenn sie denn wollten, essen könnten. Mhm. Lampen über euch, ein paar Ablagen hinten für vermutlich irgendwie weiteres Geschirr oder sonst irgendetwas, die aber leer sind. Und auf der einen Seite eben der Müllschacht. Das ist tatsächlich alles. Okay. Und ein bewusstloser Pilot. Also nichts, wo man irgendwie, keine Ahnung, Schränke, Ablage, eine Kiste oder sowas. Nein. Nein. Gut. Dann muss es wohl der Müllschacht sein. Ich weiß ja jetzt, wie man auf den Knopf drückt. Das heißt, ich würde einfach auf den Knopf drücken. Mit einem leisen Zischen fährt das Gitter hoch. Super. Und dann kommt ein leicht dumpfer Gestank aus dem Ganzen empor. Und dann gucken wir, ob wir ihn da reinkriegen, würde ich sagen. Und hoffen, dass der Müll heute nicht geleert wird. Und die Reste des Stuhls.
Und die Reste des Stuhls. Mit einigem Hin und Her stopfen, stöhnen und hinterherschieben, schafft ihr es tatsächlich, sowohl den Piloten als auch die Stuhlreste diesen Schlund hinunterzuschicken. Es gibt noch ein lautes Poltern auf dem Weg nach unten und dann Stille. Dann haben wir jetzt bestimmt ein bisschen Zeit gewonnen, hoffentlich. Und wir können uns mit der Uniform aus dem Staub machen und da auf Kip wahrscheinlich sowieso generell niemand achtet, weil alle immer auf mich starren, würde ich sagen, Kip zieht die Uniform einfach direkt an und verlässt diesen Raum. Hat der hat auch einen Helm, ne? Hat er seinen Helm auch dabei? Gut, ja, der Helm das gleich liegt auf dem Tisch. Ja, kannst die Verschlüsse anschließen und mit einem leisen Zischen übernimmt die interne Gas-Sauerstoffversorgung. Du bist jetzt mehr oder weniger vakuumsicher verpackt. Mhm. Gut. Und dann können wir einfach wieder rausgehen. Wohin? Dann muss ich jetzt noch, müssen wir jetzt noch die Aufnahmen, die Mara gemacht hat, irgendwie an dich übergeben. Stimmt, ihr habt eine ganze Menge Stimmaufnahmen von Okno Kepfall gemacht, um daraus irgendwie verschiedenste Sachen zusammenzustellen. Mhm. Damit müssen wir was machen? Damit müssen wir dann, muss ich dann die Startsequenz des Sonnenhammers ausführen. Gut. Okay, ja, aber dann haben wir wahrscheinlich ein Abspielgerät oder sowas dafür, sowas Kleines. Ja, das müssen wir irgendwie koppeln mit dem. Das haben wir sicher heute Nacht schon gemacht. Wir waren ja nicht tatenlos. Oder Queer hat ein Programm für uns geschrieben, wie wir das in den Helm überspielen können und in den Computer des... Du hast ein etwas begrenztes Vokabular, also nur mit einfachen Worten, außer es geht darum... Außer es sind genau die Sätze, die er gesagt hat. Die du brauchst, um das Schiff zu... Genau. Alle mit leicht Fragen im Unterton. Ja, mit einem etwas bockig fragenden Unterton, tatsächlich. Und es gibt immer natürlich eine leichte Verzögerung zwischen du willst etwas sagen und es kann tatsächlich abgespielt werden, weil du das mehr oder weniger zusammenstellen musst. Gut, das heißt, Kip geht wohin und wo will sich Mara hin aufmachen? Ich würde dann versuchen, tatsächlich schon direkt in das Ablenkungsmanöver einzusteigen und auf jeden Fall so viele Leute mit so vielen unsinnigen Dingen wie möglich beschäftigen, hin zu diesem Wissenschaftswettbewerb. Mhm. Das heißt, ich würde natürlich gerne auch mal irgendwie die Räumlichkeiten dafür sehen, eine Übung machen, gucken, wie die Sicherheitssysteme dort sind, hauptsächlich damit ich da lebend wieder rauskomme. Und mir natürlich alles zeigen lassen, möglichst viele Leute von A nach B scheuchen. Mir fallen ständig irgendwelche Dinge ein, die wir dafür dringend noch brauchen, die auf einer solchen Raumstation schwer zu besorgen sind. Worauf ich dann solche Dinge sage wie, dann lassen Sie sich halt was einfallen. Und damit möglichst viele Leute einfach beschäftigt sind und die fein innerhalb von Jahren einstudierten, sehr stringenten Abläufe maximal gestört sind, von vornherein schon. Mit dem feinen Gespür von einer Agentin, die diese Abläufe natürlich alle kennt, fängst du an, Chaos zu verbreiten, verdeckt unter den Befehlen, die du verteilst. Aber nachdem du das so eine Viertelstunde, 20 Minuten gemacht hast, hörst du das Klacken von Absätzen hinter dir und fein polierten Stiefeln. Und als du dich umdrehst, siehst du, wie Natasi Dala, die Admiralin und Kommandantin der Anlage, begleitet von zwei Elitewachen, auf dich zumarschiert kommt. Ah, Admiral Dala, guten Morgen. Hand des Imperators. Darf ich fragen, was der ganze Zweck dieser Sache hier ist? Ja, wir werden eine kleine Herausforderung für die Wissenschaftler dieser Installation anbieten. Haben wir heute nicht genug zu tun mit dem Testflug des Sonnenhammers? Natürlich, aber es ist so. Ich werde zurückerwartet, schon sehr bald. Das heißt, ich werde wahrscheinlich unmittelbar nach der Demonstration aufbrechen müssen, denn es gibt wichtige Dinge zu erledigen im Namen des Imperiums. Und die Idee war, dass die hellsten Köpfe, die hier versammelt sind, sich messen mit neuen Ideen, die das Imperium weiterbringen werden. Und welche Wissenschaftsperson auch immer diesen Wettbewerb für sich entscheidet, nun, ja. Darf persönlich beim Imperator vorsprechen. Sie wollen meine Wissenschaftler mitnehmen? Nun, Befehl von oben. Was kann ich sagen?
Wie genau habt ihr euch das vorgestellt? Nun, es ist ganz einfach. Also die entsprechenden Wissenschaftler sollen eine kurze, aber visionäre Idee pitchen. Und die beste Idee gewinnt. Gut. Ich denke, wir sollten uns damit nicht allzu lange aufhalten. Wenn Ihnen das so wichtig ist, das zu bestimmen, damit wir im Zeitplan für den Start des Sonnenhammers sind. Natürlich, natürlich. Es wird den Zeitplan auf gar keinen Fall stören. Wie gesagt, der Start ist äußerst wichtig und ich bin auch schon wahnsinnig gespannt. Zu sehen, Ihre Begleiter? Der Junge ist unpässlich, schon wieder. Er hat es mit dem Magen. Und ach, ja, fragen Sie mich doch bitte nicht. Sollen wir einen Metidroiden zu ihm schicken? Nein, das ist in Ordnung. Er hat das regelmäßig und das pendelt sich schon relativ bald wieder ein. Aber ich vermute, er sitzt irgendwo auf einem Klo. Und mein Kollege macht, der, ich weiß gerade nicht, wo er ist. Ich war gerade frühstücken. Und Sie? Ich habe mir die Berichte über den letzten Zyklus angesehen und Verzeihung, aber das ist ja alles ausgesprochen wider jegliches Protokoll. Nun, kann es sein, dass Sie nicht auf dem neuesten Stand sind, was Protokolle angeht? Ich hätte es dennoch für bemerkenswert, wie viel sich verändert haben soll in so kurzer Zeit. So kurzer Zeit? Naja. Gut. Veranlassen Sie, dass die gesamten Wissenschaftler unserer Einsatzgruppe zusammengebracht werden. Wie sind die Bedingungen, die Sie vorschlagen wollen? Wie viel Zeit? Unter welchen Voraussetzungen soll das Ganze laufen? Ich rechne gerade mal ganz kurz im Kopf durch. Was so der optimale Zeitpunkt wäre, wie viel vor dem Start wir das abschließen können sollten. Und nennst ihr dann einen entsprechenden Zeitraum. Genau, und sagt dann, so und so hätten, so und das wäre super. Und wenn die Wissenschaftler, sie sollen nicht zu viel Zeit haben, also so vielleicht ein Stündchen, um etwas vorzubereiten. Und dann haben sie irgendwie vielleicht so 5 bis 10 Minuten maximal Präsentationszeit pro Wissenschaftler. Ich weiß ja nicht, wie viele sie haben. Wir haben insgesamt aktuell 28 Wissenschaftler in unserer Einsatzgruppe. Dann sagen wir 90 Sekunden Präsentationszeit pro Wissenschaftler. Und damit es nicht zu lang wird. Wenn es euch zufriedenstellt, gut, folgt mir. Und damit klackt sie in Richtung der Forschungseinrichtung davon, die du ja schon kennst. Und als ihr euch diesem Raum, der ja mit einer ganzen Reihe verschiedener Tische, wo dann auch teilweise Holo-Displays sind, große Tafeln, auf denen verschiedenste Informationen angebracht sind und die Blicke zahlreicher verschiedener Spezies auf die ruhen. Siehst du auch Quisux, die in ihrem kleinen Kabuff am anderen Ende steht, mit ihrer blauen Haut, ihrem fiedrigen weißen Haar und neben ihr ein Gonk-Droide, der leise von einem Fuß auf den anderen tritt und den Gonk macht die etwas peinlich berührt, merkt, dass sie in deine Richtung gewunken hat und dann da steht und die langen, schmalen Finger miteinander verknotet und ringt. Ich ignoriere das. Was macht denn Han Solo währenddessen? Das ist eine sehr gute Frage. Ich denke, ich warte auf mein Zeichen. So viel habe ich ja nicht zu tun. Ich habe ja den Plan zum größten Teil so entworfen, dass die anderen die Arbeit machen. Das heißt, ich werde natürlich rausfinden, wo ich die Traktorstrahlen deaktivieren muss und schon mal die Lage sondieren. Wenn ich den freies Geleit weiterhin habe auf der Station, dann werde ich immer mal wieder bei Chewie vorbeischauen und den Flüchtlingen, die wir an Bord haben, und mit ihnen auch den Plan durchsprechen, damit das alles reibungslos läuft. Also du kannst dich tatsächlich aktuell frei bewegen, wenn auch die Leute dir immer misstrauische Blicke zuwerfen, während du dort entlang gehst, beziehungsweise du findest sie zumindest... Sie alle freundlich, ja. Es Hallo. Gibt höchstens ein leises Nicken von behelmten Köpfen zurück in deine Richtung. Gut, die meisten Leute, die auf den Gängen unterwegs sind, sind keine Sturmtruppen, keine Eliteeinheiten, sondern einfach normale Angehörige des Militärs. Ja. Aber ein gewisses Misstrauen ist auf jeden Fall immer da, aber offensichtlich hat man ihnen gesagt, dass du irgendwie dazugehörst.
Allerdings gibt es auch haufenweise Türen, die verriegelt sind und für die man vermutlich einen Kotzylinder in irgendeiner Form bräuchte, um sie öffnen zu können. Ah, okay. Dann brauchen wir also einen Offizier, den wir überwältigen können und dessen Kotzylinder bestehlen können. Okay. Laufen denn viele Offiziere herum, die Kotzylinder tragen, die vielleicht passen könnten? Es gibt tatsächlich eine unverhältnismäßig große Menge an Offizieren im Verhältnis zu den einfachen Soldaten, Technikern und anderen Leuten, die hier unterwegs sind. Offensichtlich ist die Zusammenstellung auf dieser Station, was das angeht, eher ungewöhnlich. Mhm. Das heißt eigentlich, jeden Gang, den du dich entlang bewegst, siehst du irgendwann zumindest einen Offizier. Okay, gibt es auch welche, die alleine unterwegs sind? Also gibt es da Offiziere, die jetzt nicht in der Eskorte rumlaufen, sondern die einfach vielleicht gerade geschäftig mit einem Datenpad in der Hand von A nach B laufen? Du musst tatsächlich ein bisschen Geduld mitbringen, aber irgendwann gibt es einen menschlichen Mann, das hat man auch anderes zu erwarten, der in seiner grauen Uniform und mit sauber polierten Stiefeln den Gang herunterkommt, ohne eine Eskorte und dergleichen. Und ja, tatsächlich mit einem Datenpad in der Hand, wo ein kleines Holo-Display drüber schwebt, irgendetwas studiert und dabei leise die Lippen bewegt, so als müsse er laut vor sich, also sozusagen laut reden oder flüstern, um seine eigenen Gedanken fassen zu können. Okay, wenn es gerade niemand sieht, dann... Ja? Für dieses Quartal müssten wir eigentlich, das kann eigentlich so nicht stimmen. Okay, ich komme auf ihn zu und lege meinen Arm um seine Schulter und sage, Sie sind doch Commander... Was? Helfen Sie mir. Leutnant Colbin. Lieutenant Commander Colbin, richtig? Zumindest habe ich da was gehört, dass Sie da ganz weit oben auf der Liste stehen, richtig? Wer sind Sie? Admiral Dala hat mich geschickt und was? Ich soll Ihnen was ausrichten. Ich versuche ihn so ein bisschen so um die Ecke zu buxieren Richtung unser Quartier. Aber das Admiral Dala? Aber warum sagt er das? Ja, Sie kennen mich doch sicher. Ich bin der Neuankömmling von gestern. Ich bin Dr. Wicked Everzahn. Sie haben sicher von mir gehört. Agrarphilosoph und bester Freund der Hand des Imperators. Mara Jade. Haben Sie gesehen? Tolle Frau, oder? Läuft hier gerade rum und macht wichtige Dinge. Und sie hat große Pläne mit Ihnen. Und Admiral Dala hat schon zugestimmt, dass ich Sie einweihen darf. Wollen Sie es wissen? Ich versuche ihn in unser Quartier zu ziehen. Wie gerissen bist du denn? Und wie gut bist du daran, Leute zu täuschen? Also... Ernsthaft? Okay. Deception hat der Herr Solo zweimal gelb, einmal grün. Ja, klar. Ja, klar. Ja, den laberst du tatsächlich sauber an die Wand und durch die Wand durch, in dem Sinne, als dass du ihn rückwärts durch die Tür führst, bis er in euren Quartieren steht. Und ja, wo ich ihn dann die Rübe einschlage. Okay, wir können davon ausgehen, dass das kein Problem ist. Beziehungsweise, wo ist eigentlich... Ich merke gerade, dass ich hier den falschen Hintergrund habe. Wo ist eigentlich Chewie? Chewie ist an Bord unseres gestohlenen Frachters und organisiert den Abflug. Ja, wie gesagt, ich habe ihn gebrieft und die ganzen Flüchtlinge an Bord auch. Gut, wir können davon ausgehen, dass das sowieso langweilige Gespräch... Ja, es war sowieso ein langweiliges Gespräch. Danke, Ben, und hallo. Unterbrochen wird sich, die Tür schließt sich, man hört ein lautes Krachen, ein Scheppern, ein... Aah! Und danach bist du im Besitz eines Kotzylinders. Genau, und ich verstaue diesen... Wir haben sicher auch so einen Abfluss, der zum Müllschacht führt. Da stoppe ich den einfach rein. Ist mir völlig egal, in welchem Zustand. Du kannst ihn einfach in die Nasszelle eurer kleinen Unterbringung irgendwo reinstopfen. Ja, ich kann natürlich auch vorher seine Uniform ausziehen, aber die passt mir wahrscheinlich nicht. Normalerweise passt Han Solo die Uniform von Nazis und Imperialen nicht. Ja, und dann würde ich versuchen, mit dem Kotzylinder meinen Weg fortzusetzen. Damit kannst du tatsächlich die Tür öffnen, die zwischen dir und dem Bereich stand, wo einer der Verteilerknoten für die Traktorstrahlen der Station sind. Du hast dir das ja lange und geduldig angeschaut, nachdem Quisux euch auch die Daten dafür geliefert hat. Und bist dir ziemlich sicher, dass du hier an der richtigen Stelle sein musst. Aber aufgrund der Tatsache, dass solche Verteilerknoten für Traktorstrahlen eine sehr große Wärmeabstrahlung haben und aus Sicherheitsgründen meistens über Schächten untergebracht werden, wo man sie schnell abwerfen kann, falls es zu einer Überladung kommt, heißt das, dass du jetzt tatsächlich auf einem schmalen Steg über einem tiefen Abgrund entlang wanderst zu einem großen Knäuel von Leitungen in der Mitte. Und du siehst auf der anderen Seite mit dem Rücken zu dir und sichtlich gelangweilt, aber anwesend eine Wache, die in die andere Richtung schaut.
Und die unterhält sich bestimmt mit sich selbst über die neue T-17 und dass die eine Wucht ist. Also die schaut auf ihre Waffe runter und du kommst so, T-17 wäre schon ziemlich gut. Ja. Ich sondiere ja nur, ne? Ich soll das Ding noch nicht abschalten. Mhm. Oder sind wir schon so weit, dass ich das machen kann? Wie ist das Timing denn? Wie spät ist es denn? Läuft denn die Demonstration schon? Nee, noch nicht. Mhm. Ne? Die Demonstration müsste laut eurem Zeitplan jetzt beginnen. Okay. Muss ich diesen einen Traktorstrahl abschalten oder mehrere Traktorstrahlen? Dieser eine Verteiler müsste reichen, damit euer Schiff frei ist. Wenn ihr danach einen vernünftigen Kurs fliegt und euch nicht wieder in den Zugriffsbereich von anderen Traktorstrahlen hineinbegibt. Wie hat das dieser alte Mann damals gemacht auf dem Todesstern? Ich schicke ein Stoßgebet zur Macht und versuche mich dahin zu schleichen, wenn der mit dem Rücken zu mir steht. Er steht aktuell noch weiter mit dem Rücken zu dir. Mhm. Okay. Also deine Geschicklichkeit ist gefragt und deine Heimlichkeit. Meine Agility ist 4 und meine... Oh, nicht schlecht. Mein Stealth ist 3-mal gelb und 1-mal grün. Ja. Wow. Ja, also das sind denn die 4, ne? Ja. Ninja-Style. Ja, tatsächlich mühelos tänzelst du diesen Steg herunter. Das ist alles viel leichter, wenn man keinen 2,5 Meter großen Wookie dabei hat, der laut klappert mit seinen ganzen Bolt-Caster-Sachen, die er dabei hat. Ja. Und kannst dich an diesem großen Konstrukt mehr oder weniger in Deckung bringen und gleichzeitig den Zugriff auf die Schalter dort haben. Da sind so große Schalter dran, ne, die ich so langsam runterziehen. Ja. Die Wache auf der anderen Seite stutzt offensichtlich, als du irgendwie dich da zu schaffen machst und geht dann ein paar Schritte in die andere Richtung. Du kannst sie gerade aus dem Augenwinkel sehen und sie schaut in die Richtung, aus der du gekommen bist. So. Ja, ich versuche immer, diesen Turm zwischen mir und der Wache zu halten, natürlich, wie man das so macht. Ja. Und es gibt ein paar leise Entladungen auf der anderen Seite. Die Wache zuckt zusammen und so, Güte, was ist denn? Naja, scheint aber soweit alles in Ordnung zu sein. Er klopft sich mit der Hand so gegen den Oberschenkel, pfeift leise, wandert dann in die Richtung, aus der du gekommen bist und schaut dort einfach, den Gang hin. Einfach in den Abgrund treten würde, würde das dir auffallen? Was glaubst du? Du weißt nicht, wo dieser Abgrund hinführt. Also erfahrungsgemäß irgendwann durch ein Energiefeld hinaus ins All. Ja. Aber wo der dran vorbeikommt, naja, du siehst nur einzelne Lichter unter dir in der Dunkelheit. Da wird es wahrscheinlich keine großen Sichtfenster mehr geben, wo jemand rausguckt und dann sich wundert, warum gerade eine Wache vorbeifällt. Naja, dann ist gerade danach, dann würde ich das gerne tun. Mir fällt bestimmt gleich an der Kindergarteneinrichtung des Schlunds vorbei und du bist schuld. Ihr seid alle viel zu zimperlich mit den Leuten hier. Das Trauma der Kinder wird ja nicht allzu lange wieder. Gut, wie bist du denn so im Handgemenge? Brawn, ne? Mhm. Das läuft über Stärke. Ja. Brawl und Brawn, zweimal gelb, einmal grün, ist mein Brawl-Wert. Aber du kriegst doch einen Vorteil, weil du ihn so gut abgelenkt hast eben. Ja, mit einem sauberen Tritt von hinten in den Rücken wirft es ihn mit einem abwärts über die Reling in die Tiefe. Du verstehst nicht, warum das Imperium die Dinger immer nur so in Kniehöhe baut. Das ist quasi ideal dazu gedacht, Leute zu entsorgen. Die sparen einfach an den falschen Stellen. Taumeln in die Tiefe. Irgendwo so nach 100 Metern oder so löst sich tatsächlich noch ein Schuss und dann verschwindet er in der Dunkelheit. Ja, leben Sie wohl, Unterleutnant Wilhelm. Ja, und dann schalte ich die anderen Hebel, lege ich die anderen Hebel um. Gut. Mara. Ja, ich muss mir jetzt ganz viele tolle Vorträge anhören, bestimmt. Zunächst einmal ist große Geschäftigkeit unter die Leute gekommen, als ihnen gesagt wurde, dass sie jetzt nur eine sehr kurze Zeit haben, um ein Projekt zu entwickeln und dabei nicht auf den zentralen Computer zugreifen dürfen. Richtig. Auf keinen Fall.
Es gibt einige Diskussionen, es wird in verschiedensten Sprachen hin und her gerufen, geblökt und geflucht, auch wenn die meisten hier Menschen sind, so wie generell im Imperium, hat sich doch hier aufgrund der Spezialisierung noch eine ganze Reihe anderer Spezies darunter gemischt, bis es dann verschiedenste Präsentationen gibt. Das meiste davon sind, was dich wenig überrascht, Waffen, unterschiedliche Anwendungen von Sprengstoffen, fokussierten Laserstrahlen, was man alles mit Kyberkristallen noch anstellen könnte, wenn man sie in der richtigen Größe findet. Eine maßgeschneiderte Krankheit, die möglichst nur jeweils auf eine Spezies angewandt werden kann und alle anderen verschont, idealerweise am Ende nur Menschen auf einem Planeten zurücklässt, wenn man das denn verwenden kann. Wobei gesagt wird, dass sie grundlegenden Arbeiten dafür erst noch geleistet werden müssen, aber es gäbe vielversprechende Dinge, die hier vielleicht nicht auf dieser Installation der Zeit anzuwenden wären, aber das letzte Mal, dass man Kontakt nach draußen hatte, gab es da noch ein Labor, das an so etwas gearbeitet hätte und da würde man gerne wieder dran anknüpfen, weil man ein paar gute Ideen hat, wie man das verwenden und anwenden könnte. Bis dann Quisux vortritt und sagt, mit diesem System könnte man Planeten durch den Hyperraum führen. Und dann eine kurze Präsentation macht zu einem verknüpften System von mehreren großen Hyperraumantrieben, die tatsächlich rein theoretisch in der Lage sein sollten, Planetoiden wenigstens in den Hyperraum zu überführen und zurückzuholen, zumindest so, wie sie es erklärt. Das ist für dich definitiv zu hoch, was die Formeln und die Technologie angeht, aber es geht ein allgemeines Raunen und Murmeln durch die Menge, worauf sie zurücktritt, beinahe über den Gonk-Druiden stolpert, dann ihn anschaut, dann ich dich anschaut und dann so ein... War das gut? Ja, an der Präsentation können Sie noch arbeiten. Aber inhaltlich, soweit ich das beurteilen kann, schon. Also, Hand des Imperators. Mischt sich Admiralin Dala ein. Ja, gut, ich hätte gerne noch mal... Sie hatten die... Wie haben Sie es genannt? Die Nicht-Menschen... Bereinigungsvirus? Den eugenisch-taktischen Virus, ja. Genau, ja. Sie kommen Sie doch noch mal bitte nach vorne und Sie. Und ich deute auf Quisux. Mhm. Dann treten nach vorne. Der Mensch wirft Quisux einen schälen Blick aus dem Augenwinkel zu und lächelt dich dann gewinnend an. Warum Ihre Erfindung? Sage ich zu ihm. Die meisten Waffen, mit denen das Imperium vorgeht, sind Waffen der Angst und ansonsten größter Gewalt, die wenig fokussiert ist. Meine Lösung würde es ermöglichen, ganze Planeten, ganze Bevölkerungsgruppen in Angst zu versetzen, ohne dass wir dafür einen großen militärischen Aufwand betreiben müssten, sondern schlicht und einfach nach ein paar Demonstrationen unserer Fähigkeiten klar machen, dass jeglicher Widerstand gegen die Herrschaft des Imperiums mit einem unsichtbaren, unaufhaltsamen Tod heimgezahlt wird. Vielen Dank, vielen Dank. Ja, der Nutzen ist da durchaus klar ersichtlich. Und Sie? Warum Ihre Erfindung? Wo ist der Nutzen? Weil man damit wertvolle Materialien transportieren und sonst... Meine Inspiration war das System von Corellia, wo vermutlich Planeten bewegt wurden, um ein maßgeschneidertes System zusammenzustellen. Und wenn man damit zum Beispiel Planet oder Planetoiden aus schlecht zugänglichen Regionen woanders hin befördern könnte, könnte man alles viel leichter machen. Danke. Und Danke. Wenn man sehr, sehr, sehr gewalttätig veranlagt wäre, könnte man natürlich damit auch einen Planetoiden gezielt in einen gegen andere lenken und mit hoher kinetische Energie aus dem Hyperraum auftreten und alles in ihrer Bahn vernichten lassen. Danke, danke, das reicht. Das reicht. Ich denke, ich habe meine Entscheidung getroffen. Vielen Dank an alle Teilnehmenden. Vielen Dank. Sie haben dem Imperium wirklich einen Dienst erwiesen, indem Sie sich die Zeit für diese Präsentation genommen haben. Ich gucke immer mal auf meine Uhr, ob wir auch im Zeitplan sind und wann ich fertig sein muss. Und sobald dieser Zeitpunkt meiner Meinung nach gekommen ist, dann sage ich... Sie, und deute auf Quisux, Sie werden eine Bereicherung für das Imperium sein und der Imperator ist mit Sicherheit
geehrt, Sie zu empfangen und über weitere Projekte persönlich zu sprechen. Bitte machen Sie sich bereit. Sie kommen mit mir. Oh, hervorragend. Oh. Natasi Dahla sieht nicht aus, als würde sie das hervorragend finden. Das Ganze wird auf jeden Fall noch warten bis zur Präsentation und zum ersten Flug des Projektes, an dem sie gerade noch arbeitet. Selbstverständlich. Was sie denn jetzt angehen können? Sie können zurück an ihre übliche Arbeit. Die Einschränkung des Zugriffs auf den Zentralcomputer ist hiermit auch aufgehoben. Vielen Dank. Damit dreht sie sich um. Die ganzen Wissenschaftler verteilen sich wieder. Quisux tritt näher an dich heran, strahlen neben ihr, der Gong-Druide. Läuft alles wie geplant? Wir sind sehr aufgeregt, nicht wahr? Ja. Ja, bisher schon. Und dann hörst du links von dir ein, mir fehlen große Dateienpakete. Wer hat wer gesagt? Einer von den anderen Forschern. Lassen Sie mich mal sehen. Ich schieb ihn so von der Konsole weg. Und dann, ich bin kein Computerexperte, aber ich weiß auf jeden Fall, wie man Dinge zum Rauchen kriegt. Ich würde gerne sorgen, dass diese Konsole so schnell keiner mehr benutzt. Haben wir nur Dateien gelöscht oder haben wir das ganze Elektronenhirn geklaut? Tja, der Plan war, Teile davon zu klauen. Ja, aber das ist auch sofort jemandem auffällt. Was ist das denn für ein... Ich versuche auf jeden Fall, die Konsole abrauchen zu lassen, dann glaubt ihm keiner. Wie technisch versiert bist du denn und wie schlau? Ich gehe davon aus, dass ich... ich bin schlau. Mhm. Was möchtest du haben? Intellekt? Ja. 4. Aber ich glaube, ich bin technisch voll die Kartoffel. Moment. Ja, ich habe überhaupt keinerlei technische Fähigkeiten, stelle ich gerade fest. Aber ich bin klug. Okay. Warte, ich werte einen von meinen Würfeln auf. Dafür kriegt ihr natürlich wieder einen Heldenseitepunkt. Soll ich mal welche benutzen? Können geht wir das? Unsere Heldenseitepunkte ja, auch aus... Könnt ihr auch, ja, dann nehmen wir den jetzt. Ich glaube, bei einer Probe, wenn eine Person angesagt hat, dass sie verwendet wird, dann ist es dabei. Das hättet ihr euch früher überlegen müssen. Aber tatsächlich hast du immer noch bei allem Verrechnen einen Erfolg übrig. Das heißt, nach einigem raschen Tippen, ein paar Tritten irgendwo gegen, steigen ein paar Funken und Rauch aus der ganzen Konsole auf. Der Wissenschaftler tritt irritiert zurück, schaut dich vorwurfsvoll an und sagt, das kann... Was haben Sie gemacht? Ich habe gar nichts. Sie waren hier vorher dran. Sie wollen doch nicht sagen, dass ich die Konsole kaputt gemacht habe? Nein, Ma'am. Gut, dann sollten Sie vielleicht dafür sorgen, dass das jemand repariert, und zwar umgehend. Erstmal neue Energie. Kann ich den Gong-Droiden kurz haben? Wenn diese Konsole so fehlerhaft ist, dann ist es doch auch ganz sicher, dass das ein Anzeigefehler war. Also weitermachen und reparieren Sie dieses Ding, das riecht ja fürchterlich. Jawohl. Und während du dann mit Quisux und dem Gong-Droiden, den du schnell aus den Fingern von den Reparatur anstrebenden Leuten entziehen musst und rausmarschierst, wechseln wir mal zurück wieder zum Millennium Falcon. R2! Es gibt ein leises Flötenmoment aus dem Hintergrund, das fragend und genervt zugleich klingt. R2, könntest du die Tür öffnen? Also die Hangartür zum Millennium Falcon, damit wir rein können? Die ist ja tatsächlich schon geöffnet. Die hat Chakabin eben schon aufgemacht. Jetzt okay, super. Ihr seid dann tatsächlich ja schon drin. Dann, können wir Dinge tun. Der Plan für euch wäre vermutlich, jetzt abzuheben und davon zu fliegen. Wer fliegt denn? Starten. Ich sitze im Co-Pilotensitz, ja. Ja. Und kannst damit Luke Skywalker unterstützen, der den Millennium Falcon fliegt. Wie gut kann denn Herr Skywalker... Es ist direkt Space, oder? Ja. Dann biete ich da 4 aufgemotzte Würfel. Ach du Schande, okay. Ja, das ist der beste Wert. Warte. Du hebst tatsächlich problemlos ab, drehst den Falken. Der rechte Stabilisator ist immer noch ein bisschen wobblig, aber das kann man ausgleichen. Und drehst den Antrieb hoch, sodass du vermutlich einen guten Teil von dem ganzen Müll in dem Hangar einschmilzt, als ihr in die Anlage verlasst. Bist draußen
aber ziehst du sofort die Aufmerksamkeit von einer ganzen Reihe von kleineren Schiffen, die um den Planetoiden einen Schirm aufgebaut haben, auf dich. In der Ferne siehst du das leise Aufblitzen, als die Glücksdame in den Hyperraum übertritt. Die hat einen kleinen Schwarm wiederum von Schiffen hinter sich hergezogen. Aber du bist jetzt in einer Wolke von Z95 Headhuntern und Schiffen anderer ähnlicher Bauweise wild zusammengestückelt. Hier sind auch ein paar imperiale Sachen. Dort sind irgendwelche Dinge, die vermutlich von Piraten stammen, entweder freiwillig abgegeben, weil die Leute hier zu der Gruppe gehören, oder möglicherweise hier geendet und in den Spice-Minen gelandet, man weiß es nicht, die jetzt wie ein wütender Schwarm von Insekten sich um den Falken herumsammeln und anfangen, euch einzukreisen. Quinn, Chaka, es gibt zwei Geschütze. Wo? Oben und unten. Ich nehme oben. Ich wollte gerade sagen, ich nehme unten, okay. R2, berechne bitte einen Kurs nach Coruscant. Und dann fliege ich in eine Richtung, wo die Glücksdame nicht hin verschwunden ist. Sodass möglichst alle Schiffe nochmal drehen müssen, vor allem die größeren. R2 gibt dir bläppend und quietschend zur Antwort, dass du, wenn, dann gefälligst in die Richtung musst. Kessel ist eine schwierige Lage aufgrund der vielen Singularitäten, die sich in dem Schlund befinden, sind die meisten Richtungen hier potenziell sehr tödlich, wenn man den Hyperraum eintritt. Und es gibt nur einen Vektor, auf den man erfolgreich die ganze Anlage verlassen kann. Gut, das macht die Entscheidung leichter. Aber er gibt so ein leises Piepen von sich. Wenn du natürlich in den Schlund reinfliegen willst oder nah an dem Schlund vorbei, Han hat solchen Unsinn schon mal gemacht, dann ist das dir zu Gesicht. Aber er wüsste genau, was ein gewisser anderer Druide zu deinen Chancen sagen würde. Ich würde zumindest einen Bogen fliegen. Also ja, ich kann auch nah. Ich kenne den Falken, ich weiß, was er kann. Ich würde auch näher am Schlund vorbeifliegen. Das heißt, du versuchst zu beschleunigen und am Schlund vorbeizufliegen. Eine ganze Reihe von wild zerstreutem Laserfeuer fliegt an euch vorbei. Es gibt aber tatsächlich auch ein leises Knacken, als ein Treffer landet und sich irgendwelche vermutlich, hoffentlich nicht wichtigen Teile von einem der vorderen Auswüchse des Falken löst und klackernd gegen die einzelnen Streben stoßen. Dann sind Chakavin und Quinn, nehme ich mal an, auf ihren Posten. Ja. Battlestation. R2 piept in Richtung von C3PO, dass das Selbstmord sei, was die Fleischleute da gerade versuchen. Und wenn es jetzt einen richtigen Moment gäbe, um ihnen zu sagen, dass das Unsinn ist, dann solltest du ihn vielleicht mal nutzen. R2, das ist mir natürlich bewusst. Master Luke hat unsere Überlebenschancen gerade von 90% auf einen Wert, den ich gar nicht berechnen möchte, gesenkt. Ihr eröffnet das Feuer auf die Gegner. Könnt ihr überhaupt mit Artillerie oder ist das eher so eine traurige Vorstellung, die da passiert? Also für mich ist es das First Time. Keine Ahnung, was ich da treibe. Ich schieße auf jeden Fall, ich sehe es blitzen. Das wäre doch jetzt so ein Punkt, um Machtpunkte einzusetzen. Ja! Also Quinn hat immerhin eine Gewandtheit von 3. Ja. Aber ich glaube, Gewandtheit 3 habe ich auch. Habe nichts Passendes, oder? Was da irgendwie... Nicht in Artillerie, aber eine Gewandtheit von 3 ist ja schon mal ganz gut. Ja. Und dann einen Machtpunkt, um einen Würfel aufzuwerten. Ja. Quinn schießt tatsächlich, aber alle von ihren Schüssen gehen... Oh, wir können natürlich noch einen Machtwürfel dazu würfeln. Oh, es hat alle entfernt, Entschuldigung. Also ich dachte, mit dem Machtwürfel können wir jetzt irgendwie einen grünen auf gelb aufwerten oder so eine Art. Nein, tatsächlich, mit dem Machtwürfel würfelt man und der produziert dunkle oder helle Seitepunkte, die man dann für bestimmte Fähigkeiten verwenden kann. Quinn hätte aktuell aber gerade ohnehin nur einen dunklen Seitepunkt produziert und müsste sich entscheiden, ob Quinn den verwenden will, was dann aber den inneren Konflikt des Charakters erhöhen würde. Etwas, worüber wir noch nicht so viel geredet haben. Mhm. Und oder einfach versuche, den Schuss scheiße sein lassen, wie auch immer du lustig bist. Ich möchte nicht, dass der Schuss daneben geht. Ich möchte, dass der trifft. Das heißt, wir können es nochmal versuchen. Der Schuss geht immer noch fehl und du spürst in dir langsam einen Zorn hochkochen, eine Hitze, die dir den Nacken hinaufkriecht und deinem Schädelansatz anfängt, einen leisen, pulsierenden Schmerz zu bilden. Wie sieht's aus mit Sha'Kavin? Ich habe ebenfalls Gewandtheit 3. Und ja, wenn wir eh schon so viele helle Seitepunkte haben, würde ich dann da auch einen verwenden.
Achso, ihr meintet so rum, die, nicht die Würfel, sondern tatsächlich die Punkte verwenden, um Würfel aufzunehmen. Ja. Entschuldigung, das macht sehr viel mehr Sinn. Dann verwandeln wir den wieder in einen dunklen Seitepunkt. Das heißt, du schaffst es tatsächlich, einen Schuss abzusetzen, der trifft, und einer von den Headhunters spiralt mit einem Funkenregen, den er sich hinter sich herzieht, von euch weg, der aber gleichzeitig dann in ganz vielen kleinen Bauteilen klackernd dann an eurem Schild irgendwie abprallt, der hell aufleuchtet. Ein paar von ihnen kommen durch und es regnet regelrecht durch die Kanzel, in der du sitzt, herab in Einzelteilen, sodass du für einen Moment geblendet bist. Und ihr seid weiterhin in einer Formation, die zwar locker und chaotisch ist, aber dennoch eingeschlossen, die versucht euch in Richtung der Schlundinstallation, Konstruktion, die vermutlich künstlich dort angefügten einzelnen kleinen schwarzen Löcher zu treiben. Während Luke sieht, dass auf den Anzeigen vor ihm ein Ruf vermutlich von Kessel selber versucht, euch zu erreichen. Nehmen ihn an. Wenn ihr sofort diese Nonsens einstellt, dann können wir vielleicht auch mal über die ganze Sache reden. Ich meine, überlegt es euch ja aktuell. Sieht es ja so aus, als würdet ihr in Stücke geschossen werden oder in einem schwarzen Loch landen. Aber vielleicht kann man ja noch sich gütlich einigen. Ich meine, noch ist nicht mehr wirklich irgendjemandem was passiert, oder? Das sehe ich anders. Sie haben einen Gesandten der Neuen Republik angegriffen und ihn belogen. Oh, wo sind denn da? Also, Sie riskieren gerade sehr viel. Sie riskieren, dass wir entkommen, und das werden wir. Verlassen Sie sich drauf, und dass die Neue Republik eine Kontrollflotte vorbeischickt. Also nein, ich bin gerade nicht gewillt. Aufgeben ist jetzt so ein hartes Wort, Meister. Ich meine, wir können, ich weiß nicht mal genau, was wollten Sie eigentlich auf Kessel? Da kann man sich doch sicherlich einig werden. General Solo ist hier. Wir waren hier, um ihn abzuholen, aber Sie haben uns über seinen Aufenthaltsort belogen. Was wollen ihr denn von Solo? Es ist ein bisschen merkwürdig, diese Unterhaltung zu führen, während Ihre Schiffe immer noch auf uns feuern. Also, ich würde einfach sagen, wir führen diese Unterhaltung ab dem Moment, wo wir eine Flotte der Neuen Republik im Rücken haben. Dann tut es mir leid, aber offensichtlich lässt sich das ja nicht anders klären. Die Entscheidung, die Sie jetzt treffen, wird natürlich berücksichtigt werden, wenn wir zurückkommen. Die Entscheidung ist schon getroffen. Auf Wiedersehen, Meister Jedi, in Stückchen. Ich darf Sie darauf hinweisen, dass General Calrissian bereits entkommen ist. Die Flotte der Republik wird also kommen, ob wir entkommen oder nicht. Es gibt eine kurze Pause und dann im Hintergrund. Das war das Schiff von Calrissian. Seid ihr alle blöd oder was? Seid ihr? Es ist ja unglaublich. Und dann bricht die Verbindung zu dir ab. Die Angriffe gehen mit unverminderter Stärke weiter. Deine beiden Bordschützen sind nicht besonders gut. Ein Zurücken! Und ich schieße weiter. Zurück auf der Installation in Schlund. Kip, wo geht es hin? Was hast du vor? Kip, der sich ja bis eben im Klo eingeschlossen hatte, geht dann zur Startrampe des Sonnenhammers. Du versuchst den langweiligen, nichtssagenden Gang dieses Piloten zu imitieren, was vermutlich krampfig wirkt. Ziemlich, und sich auch krampfig anfühlt. Der Sonnenhammer hängt in dem Hangar, mit dem du schon vertraut bist. Deine Codezylinder bringen dich an den Türen vorbei, und dort stehen eine ganze Reihe Wissenschaftler und andere Offiziere. Und als du dann den Gang betrittst, hebt auch einer in der Hand des Admiral Dana sagt, wir warten noch, bis sie wieder anwesend ist. Es gibt eine Verzögerung, irgendein bescheuerter Wettbewerb. Verzeihung, irgendein Wettbewerb. Aha. Sie können den Helm erstmal nochmal abnehmen, falls Sie wollen. Stimmt, nein, danke, aufgenommen. Nein. Nein, wir bleiben beim Protokoll. Sicher, wenn Sie das wollen, ist nur furchtbar unbequem. Wollen Sie das Startprotokoll schon mal einleiten?
Wollen Sie das Startprotokoll schon mal einleiten? Ja, Kepfer? Ich begebe mich in den... Ich gehe jetzt in den Sonnenhammer. Der Zugang oben steht tatsächlich offen. Da sind auch noch mehrere Wartungsdruiden und andere Techniker dran beteiligt. Und vor dir sind haufenweise Bedienelemente, Schalter und andere Sachen, die dir absolut unvertraut sind. Die du noch nie in deinem Leben so gesehen hast. Ja. Hoffen wir, dass ich aus irgendeinem absurden Zufall die richtigen Knöpfe drücke. Möglicherweise. Du atmest tief durch und das so, dass deine Hände sich wie von allein bewegen, Schalter antasten. Du erinnerst dich auch an das Gespräch, an die Befragung, die ihr mit Ogno Kepfall durchgeführt habt, dazu, wie das alle Ganze Systeme funktioniert. Alle Systeme sind aktiv. Alle Readouts sind positiv. Ich starte Triebwerke Aufwärmroutine. Halt, halt, halt. Das erst, wenn Darla anwesend ist. Unterbricht er dich. Ich warte auf starte Triebwerk Aufwärmroutine. Er ist draußen. Das ist mal, der Kämpfer ist ein echt mal. Dann öffnen sich die großen Türen, die zu einem der höheren Decks in diesem Hangar führen. Und voran kommt die hochgewachsene Admiralin Darla mit ihrem langen roten Haar. Dahinter eine weitere Frau mit rotem Haar. Und neben ihr die blauhäutige, friedrichhaarige Quisux, die sich gerade auch versucht, näher an Mara heranzukommen und flüstert: Was wollten wir jetzt nochmal mit dem Gonk-Druiden machen? Ja. Sollte der nicht schon lange an Bord des Falken sein? Du siehst, dass er neben ihr herläuft. Oh. Gong, gong. Nun, der sollte sich dringend aufmachen zum Millennium Falken. Zum was? Zu unserem Schiff. Wir haben nur so einen gammeligen alten Frachter und nicht den fantastischen modernen in dem Falken. Ach so, stimmt, wir haben, der Falke ist ja, ach Gott, wir haben dieses hässliche Transportschiff. Zu unserem Transporter. Ja, sie neigt sich kurz zu dem Gong-Druiden runter. Darla bleibt vor euch stehen, verschränkt die Arme hinter ihrem Rücken, rechts und links ihre Waffen wachen und schaut dann über die Schulter. Was gibt es denn noch? Nichts. Alles. Gut. Wann geht's los? Alles. Es war Ihr Wunsch, diese Präsentation heute zu haben. Sie geht los, wenn Sie bereit sind, da wir Sie ohnehin schon verzögert haben. Ah, ja. Ich bin bereit. Sie macht eine Geste hinunter in die ganze Anlage, woraufhin sich neben Kipp jemand zu ihm umdreht, hochschaut und sagt, jetzt. Ich starte Triebwerke Aufwärmroutine. Langweiliges Protokoll, nächster Punkt. Und so weiter und so weiter. Wird es gebroadcastet eigentlich, damit alle wissen, was hier passiert? Also, gut. Also wir hören ihn dann. Ja, das. Ja. Dieser Kepfall. Freigabe für Start. Dieser Kepfall ist schon ein wenig verstockt, nicht wahr? Aber ein hervorragender Pilot. Wir brauchen keine Fantasie und keine Kreativität unter Leuten in dieser Position. Im Gegenteil, er soll genau das machen, was er für Anweisungen bekommen hat. Sie zieht die Augenbrauen leicht zusammen als Kepfall, etwas stotternd, aktiviere Leitung 2 von sich gibt. Und dann tatsächlich mit einem leisen Sirren der Sonnenhammer sich von den Haltegriffen, den Halteblöcken, auf denen er geruht hat, erhebt und auf eigener Kraft aus seinen Repulsorfeldern schwebt. Ich bin immer noch ein wenig verwirrt. Inwiefern? Sie wollen dieses Projekt jetzt in seinem Abschluss
miterleben, haben aber beschlossen, direkt schon die Wissenschaftlerin, die dafür federführend war, mitzunehmen. Heißt das, dass Sie auch das Schiff mitnehmen wollen? Oh, nein, nein, das wird nicht nötig sein. Aber es wird sicher bald seinen Einsatz finden und wir werden mit, wie war Ihr Name doch gleich? Quisux. Quisux? Ja, ja, mit Quisux dann weitere spannende Projekte umsetzen. Vielleicht sogar in Ihrer Forschungseinrichtung. Sie sind ja bestens dafür ausgestattet. Das heißt, Sie würden zurückkehren? Oh, ich nicht unbedingt. Aber Sie sicher schon, wenn der Imperator es wünscht, natürlich. Verstehe. Gut, Käpferl. Sie haben Freigabe. Bestätige. Und ich versuche, den Sonnenhammer aus dem Dorf zu führen. Wie gut fliegen wir denn? Wir fliegen mit zwei zwei plus eins. Also zwei verbesserte und ein normaler. Oh, nicht schlecht. Wenn es einen Nachteil gibt, dann kann ich den negieren. Gab es keinen. Du versuchst gerade nur aus dem Hangar herauszukommen. Und es gibt, du schaffst es tatsächlich sauber heraus, aber es gibt dann noch ein leises Knacken und flutsch, als eine Leitung, die nicht abgetrennt war, tatsächlich reißt und mehrere von den Wissenschaftlern, die da herumstanden, erst in Panik und dann in Fassungslosigkeit davon wegsprinten, dann wieder hinsprinten und wild gestikulieren. Dala zieht langsam die Augenbrauen zusammen, schaut dann dem Schiff her, das aus dem Hangar hinausfliegt und schaut dann in Richtung Quisux und Mara Jade. Was geht da vor sich? Und das frage ich mich auch. Vielleicht sollen Sie das überprüfen lassen. Im Protokoll hieß es, dass Sie gestern sich noch mit Okno Käpferl unterhalten haben. Hat er dort seltsam gewirkt? Der Mann wirkt immer seltsam. Ist Ihnen das noch nicht aufgefallen? Nein, tatsächlich ist er sehr vertrauenswürdig. Sehr bodenständig. Und sie schaut in dem Schiff her. Was fliegt ihr da jetzt gerade? Was fliegt Kipp? Was war denn eigentlich? Der Plan war ja eigentlich eine Demonstration. Und was genau war eigentlich? Tatsächlich einfach nur ein paar Manöver vor der Anlage zu fliegen. Einmal den Projektor davor zu verdampfen. Einmal den Projektor hochfahren, aber tatsächlich nicht in voller Stärke abfeuern. Mhm. Und tatsächlich mehrere Schüsse auf den Sonnenhammer selber abgehen, um seine ablative Rüstung, seine Panzerung zu testen. Die Frage ist, hältst du dich an diesen Plan oder hältst du dich an euren Plan, der mehr oder weniger sagte, dass ihr mit dem Ding abhauen wollt? Ich würde sagen, ich halte mich an unseren Plan. Also ich kann gerne zuerst irgendwie einen Demonstrationsschuss abfeuern. Mhm. Das heißt, man sieht, dann würde ich die Biege machen. Das heißt, durch die großen Sichtschirme und die weiten Fenster sieht man, wie das Schiff, das aussieht mehr oder weniger wie ein aus einem Kristall herausgeschnitzter Eiszapfen, einen weiten Bogen fliegt, sich in Position bringt, der Projektor am unteren Ende aufgeladen wird, dann ein gleißender Schuss daraus abgefeuert wird und dann er in einer schnellen Schleife rings um die Anlage aus eurem Blickfeld verschwindet. Worauf es einen kurzen Moment der Stille gibt. Und dann Dala anfängt, tief Luft zu holen. In dem Moment tritt einer von ihren Helfern an sie heran und sagt, wir haben einen Ausfall in einem unserer Traktorstrahlverteilungsknoten. Und sie tief einatmet und zu der Waffe greift, die an ihrem Gürtel hängt und sagt, Agentin Jade? Mit einem schmalen Lächeln dreht sie sich zu dir um. Ich habe irgendwie stark das Gefühl, dass wir nicht auf derselben Seite sind. Damit hält sie die Waffe, zielt auf dich. Und ich würde sagen, da machen wir das nächste Mal weiter.